Ja, leider mussten wir den Tag der offenen Tür wegen der Schulschließungen in Bayern absagen. Aber wenn Sie nun schon mal da sind, kommen Sie doch herein. Wir geben Ihnen gern ein paar Eindrücke von unserer Schule. Bitte. Hier sind wir im Innenhof unseres Maristenkollegs. Hier dürfen sich die Kinder in der Pause aufhalten oder auch den Nachmittag genießen. In diesem großen Schulhaus sind drei Schulen untergebracht, nämlich unsere Realschule, das Gymnasium und eine offene Ganztagsschule. Die Klassenzimmer der Realschule und des Gymnasiums sind Tür an Tür durchmischt. Und da wir so viele Klassen dann zusammen sind, teilen wir uns auch die Fachräume und sind in Physik, Chemie, Biologie, IT sehr gut ausgestattet. Chemie ist die Lehre von den chemischen Stoffen, die wir hier sehen, ihrem Aufbau, ihren Eigenschaften und ihren Veränderungen. Wir sind hier in der Schülerlesebücherei. Unser Bestand umfasst ca. 5000 Bücher. Die Schüler haben die Möglichkeit, den ganzen Tag, das heißt von 8 Uhr bis 16 Uhr, hier hereinzukommen, sich hinzusetzen, zu lesen, aber können natürlich auch die Bücher kostenlos ausleihen. Unser Motto ist: Lesen bildet, schock deine Eltern, lies ein Buch. Wir sind also jetzt am Klettergelände vom Maristenkolleg und der Alpenvereinssektion Windlheim. Seit knapp 20 Jahren bieten wir Klettern an auf diesem Gelände. Und in diesem Schuljahr haben wir drei Kurse à 90 Minuten von der 5. bis zur 11. Klasse. Es sind immer nette Gruppen und immer gute Abwechslung zum Schulalltag. Kann man gut gebrauchen auch. Dann auf bald! Servus! Herzlich willkommen im Musiksaal bei uns in der Realschule. Die Schule ist Mitglied beim Projekt Klasse Impuls und es ist ein Projekt, das das praktische Musizieren in der Klasse im Mittelpunkt steht. Ich bin ein Spieler der Marionettenschar. Und einmal im Jahr gibt es mehrere Aufführungen, dieses Mal das Theaterstück Don Quixote. Da oben befinden sich die Katzen, auf denen sich dann unsere Spieler befinden und die Marionetten steuern. Wir freuen uns auf euch. Tschüss! Tschüss! Tschüss.
Wir glauben, dass das Maristenkolleg eine wertvolle Schule ist. Wertvoll, nicht bloß wegen dem Angebot des Unterrichts und der Wahlkurse, sondern auch eben wertvoll durch die Werte, die wir hier an der Schule vermitteln wollen, als Lehrer und als Schüler. Diese fünf Werte, des Familienzins, der Einfachheit, der Präsenz, die Liebe zur Arbeit und alles in der Weise Mariens, die gehen zurück auf unseren Ordensgründer Marcelin Champagnat, auf dem wir letztlich unsere Pädagogik bauen, hier am Maristenkolleg. Wir sind die diesjährigen Tutoren der fünften Klassen. Wir gehen mit den Kindern zum Beispiel auf Wandertag oder eben ins Schullandheim. Wir organisieren auch das Weihnachtsbasteln und den Unterstufenfaschingsball. Wir gestalten auch den Tag der offenen Tür bei der Schule mit und sind immer für Sie Ansprechpartner. So, willkommen bei uns in den Werkräumen. Wir haben im regulären Unterricht in der 5. bis zur 7. Klasse jeweils zweistündig Werken. Dazu kommt, dass wir ein Angebot für 5. und 6. Klässler haben am Nachmittag mit einem Werkprogramm. Außerdem unsere Technikklassen haben ein vermehrtes Werkprogramm und wir bieten dann ab der 7. Klasse den Werkenzweig an, der später zum Hauptfach wird bis hin zur Prüfung in der 10. Klasse. Hier sind wir in den Räumen der offenen Ganztagsschule. Die Kinder kommen nach dem gemeinsamen Mittagessen hier herauf in das helle Tagesheim und können hier lernen, studieren, Hausaufgaben machen und ein Kreativprogramm, Sportprogramm, alles zusammen genießen. Wir freuen uns, das dritte Jahr in Folge die Technikklasse anbieten zu können. Bei unserem offenen Ganztag in rhythmisierter Form wechseln sich Fächer wie Mathe und Englisch mit den Zusatzfächern Robotik, 3D-Druck und Werken ab. Die Schülerinnen und Schüler haben an zwei Tagen der Woche bis 16 Uhr Unterricht, wobei die Hausaufgaben während der expliziten Übungszeiten bereits erledigt werden. Der Klassenleiter hat sehr viele Wochenstunden in der Klasse, beispielsweise einen Morgenkreis montags in der ersten Stunde, wodurch der Übergang von Grund- zur Realschule erleichtert werden soll. Das Programm der Technikklasse ist auf die 5. und 6. Jahrgangsstufe begrenzt. Sollten Sie Fragen haben oder nähere Informationen benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren oder auf der Homepage nachsehen. Ja, sehr geehrte Eltern, liebe Kinder, wir sind am Ende unseres Rundgangs durch das Maristenkolleg angelangt. Wenn Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir sind auch während der Zeit der Schulschließung werktags für Sie erreichbar. Falls Sie diese Infomappe noch nicht haben, wenden Sie sich an uns. Wir schicken Ihnen diese Mappe per Post gerne zu. Darin sind Flyer und viel Informationsmaterial enthalten. Wichtig ist die Voranmeldung mit diesem Formular. Das Formular ist in den Mappen und Sie können es auch von der Homepage herunterladen. Wenn Sie Ihr Kind anmelden wollen, dann schicken Sie uns diese Voranmeldung bitte per Post oder per Fax oder werfen Sie sie uns in den Briefkasten. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen am Maristenkolleg.